Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, liebe Freunde. Ja, wir sind hier mit der guten Zelda unterwegs. Und wir erkunden eine Höhle. Was ist los, Zelda? Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Dann machen wir das, Zelda. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir sind also in einer Höhle unter Schloss Hyrule. Dürfen wir auf jeden Fall mal gespannt sein, was wir hier unten finden werden. Wir gehen mal ein wenig vor. Wir warten natürlich auf Zelda, denn sie hat die Fackel, sonst wird es ja relativ dunkel hier unten. Das Masterschwert. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Okay, wir gehen weiter und wir können auch das Schwert schwingen. Es leuchtet. Und es sieht schon ziemlich geil aus, wie das Schwert leuchtet. Und wir kommen in einen, ja, doch etwas größeren, dunklen Durchgang. Durchsät von Miasma. Halt, Link, sieh nur, was liegt denn da? Ruinen, Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll, in einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren! Sie sahen wohl ganz anders aus als wir.
Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Ja, wir sind hier also unter dem Gewölbe von Schloss Hyrule. Und wir stoßen hier auf Hinweise der Sonau. Das ist natürlich außergewöhnlich, wenn sie oben am Himmel, sage ich mal, gelebt haben. Und auf einmal sind sie unter der Erde zu finden. Na, wen haben wir denn hier, ha? Weltbekannte Freunde. Alles in Ordnung, Link? Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianna wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Okay, dann machen wir uns mal mit der guten Zelda weiter. Jetzt haben wir ja schon einiges über die Geschichte gelernt, über den großen Krieg von damals, über den wir ja schon in Breath of the Wild einiges gehört haben. Und da drin sieht das Miasma auch schon anders aus. Wir dürfen gespannt sein, was uns erwartet. Die Atmosphäre ist doch recht bedrückend.
wird auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Oh, hier geht's verdammt tief runter. Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz vorsichtig. Was ist das? Kennst du unsere Namen?